Servus Leute, zurück zu Let's Play Duel of Champions. Ja, die letzten zwei freundschaftlichen Duelle, jetzt wird's mal wieder Zeit, Jackpot, weil wir wurden unterbrochen. Ich habe einmal gewonnen und einmal verloren. Ein Punkt. Ja, ich müsste jetzt zweimal gewinnen. Dann bin ich jetzt zufrieden. Theoretisch. Man weiß es nicht. Suchen wir einen Gegner. Einen Gegner, den ich zerrupfen kann. Xorm. Okay. Natürlich fange ich an. Sehr viel Low. Sehr viel Low. Schicksal. Er steigert Schicksal. Und hat nicht angegriffen. Ja, okay, damit komme ich zurecht. Dann hauen wir als nächstes. Nächsten Zug könnte ich zwei spielen, oder? Ich spiele eine Schneemaid. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich den nächsten Zug spielen kann. Ich spiele eine Schneemaid. Hier schön auf diese Reihe, weil da kommt dann nichts mehr so leicht durch. Die Reihe ist an sich stark. Schade, ich würde mir wünschen, dass er da hinten einspielt. Ja, ich würde jetzt sagen, Sonnenstrahlen? Obwohl. Nee. Sonnenstrahl und Dunkelmeuchler. Typische Feuerstrahl-Konter gegen den Dunkelmeuchler. Deswegen irgendwie Dunkelmeuchler, naja, er nimmt halt eine Karte weg. So oder so. Wie werde ich jetzt so eine 4-Leben-Kreatur los? Ja, ich kann sie im nächsten Zug raufschubsen. Und das werde ich vermutlich auch machen. Controllen wir ein bisschen. Jetzt hat er nämlich die Bedrängnis, dass es seine Kreatur hier irgendwie verlieren wird. Ah, der will aber eine Schneemaid mitnehmen. Okay, Schneemaids habe ich noch mehr. Das ist ein Kinderspiel, die zu ersetzen. Das ist natürlich sehr gut für mich. Das hat er wahrscheinlich nicht bedacht, dass ich das kann. So, dann hauen wir hier dich hin und hier dich. Noch eine Schneemaid. Beide Reihen sind sehr stark vertreten. Beide Reihen haben Hypnose. Das kommt jetzt perfekt. Das ist jetzt schlecht. Jetzt ist das Schlechte. Ich muss einen Sonnenstrahl verwenden, um den zu töten, sonst hätte es gereicht. Aber ich musste ihr eine Karte nachziehen.
Sehr gebrechlich habe ich meine Kreaturen gelassen, aber gut, ich habe das Momentum auf meiner Seite. Ah, jetzt schleudert mir die billigen Kreaturen in den Weg. Das wird ihm nicht helfen. 3 und 5. Das könnte es gewesen sein. Bam und bam. Bam und dang. Dangeran Ding Dong. Overrun nennt sich das wohl. Schön. Schauen wir mal, ob wir noch einen zweiten besiegen können. Dann wäre ich eigentlich wieder theoretisch höchstwahrscheinlich im Gewinn. Falls ich es schaffe, natürlich. Und ich keine 29 Punkte bekomme. Oh, was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Ein alternatives Bild. Ich glaube, wir haben einen starken Gegner als Gegner. Ich will das. Wer so ein Bild hat, der wird wahrscheinlich ein OP-Deck haben. Ich habe keinen Two-Drop. Ich habe bloß so eine billige Kreatur. Gegen Seria zu spielen. Oh, nö. Weg. So viel Hypnose. 5-mal Hypnose. Ah, so much Hypnose. So. Das bringt mir auch nicht viel. Das bringt mir gar nichts. Gut, ich kann ihn angreifen, das ist schon mal etwas. Aber so die Hypnose zu verwenden, hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ah, gar nichts ist falsch. Das kommt mir sehr gelegen, muss ich zugeben. Nein, kommt es nicht. Shit. Tja, dann machen wir es so. Die Hypnose-Lady kann draufgehen. Ich habe eine neue. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt fehlt mir wieder ein Sonnenstrahl. Weg ist das Bäumchen. Macht die Magie Schaden? Ja. Gut. Boah, voll eine Speier. Was ist das? Na. Konzentrierter Geist. Königturm. Angehoben, den nicht vom Besser. Ja gut, das bringt gegen mich gar nichts. Ich hindere sie nicht am Angriff. Wegen mir können sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, ich habe 5. Das wäre aber Verschwendung. Der hat 3 Ressourcen. Von daher... gefährlich. Ha, Bluff. Ich tue meine Magie steigern. Ah, ich könnte ja noch was Großes haben.
Leider habe ich das nicht. Der nächste Giftspucker. Die sind übel. Die kriege ich nicht los. Nicht so einfach. Ja. Anhaltende Zauber, so ja, okay. Könnte ich losmachen. Aber ich befürchte, ich habe dem gar nichts entgegenzusetzen. Zwei Schaden schießen. Bringt nichts. Das schon eher. Okay, dann hauen wir noch. Mit Sterben. Na, da wird's nicht sterben. Den. Nee, können wir alle lassen. Ja, ich habe irgendwie ein Problem. Ich krieg die nicht mehr los. Die sind zu. Ja, die mit dem 5 Leben, das ist schon so eine Sache. 5 Leben und Infektion. Ich krieg da keinen Boden. Und ich habe das immer noch nicht gesehen. Sieht geil aus, das Schwert. Alternatives Bild von Seria Suche. Das ist irgendein Achievement, soweit ich weiß. Der hat Infektion 2! Wie? Ach so, der hat ihm Infektion 2 gegeben. Ja, wir haben hier einen sehr hohen Elo-Heini. Ganz eindeutig. So, und jetzt? Was nun? Was nun? Den brauche ich gar nicht angreifen. Der haut mich zu sehr. Hat er Selbstinfektion? Natürlich hat er Selbstinfektion. Ja. Komm. Das wäre sinnlos. Das ist auch sinnlos. Naja, nicht ganz sinnlos. Ich hätte eine Idee. Na okay, dann machen wir es einfach. Weg mit dem Zauber. Und da ich das übersehen habe, kann ich nichts mehr machen. Ist das nicht wundervoll? Mutter. Bam. Ich habe verloren. Ich weiß gar nicht. Ich wüsste nichts, was mich rettet. Nichts, absolut gar nichts. Ich wüsste keine Karten, die mich in dieser Konstellation jetzt rausboxen. Der mit 337, der ist zu stark. Den kriege ich nicht los. Mit Seelenräubern. Er hat die totale Bordkontrolle auf fast jeder Lane. Er kann auf jeder Lane Infektion verursachen. Bis auf die unteren. Habe ich wohl zu Beginn zu viel Hypnose auf der Hand gehabt. Hypnose bringt mich halt nicht weit. Und jetzt kann mich nichts mehr retten. Kein Paar. Auch kein besonders der Dunkelmeuchler nicht. Hätte eigentlich meine Dunkelmeuchler einmal losbekommen? Keine Ahnung. So, du kannst mal da runter gehen. Dann. Warum kommt eigentlich nicht mein Zeug da hier? Das ist auch blöd. Ich kann da nirgends was machen. Du kommst da hin.
Schubs mal einfach die Wänge ein bisschen rum. Hau ich die da drauf und mehr geht schon gar nicht mehr. Ich hätte die Maske nutzen können, aber... Bewegt ja nix. Eispanzer. Verstehen. Eispanzer zusätzlich zu seinen hässlichen Infektionskreaturen. Schauen wir mal auf die Elo. Die dürfte sich eigentlich nicht sehr weit verändert haben. Ah, 6 habe ich, glaube ich, verloren. Das war auf jeden Fall einer, der in der 1500er ist. Mindestens 1400. Ja, okay, dann war es halt bei diesem Turnier gar nichts. Aber ich habe eine schöne Zahl. 90.000 Gold fast. 90.003. Tja, das war fatal für dieses Turnier. Mal schauen, ob es beim nächsten Mal besser läuft. Vielleicht ist auch Sonntagnachmittag oder Sonntagabend ein schlechter Zeitpunkt. Da sind die Pro-Player online. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.